Herzlich willkommen zum Vortrag Trab im Schweinsgalopp. Tobias hat es vorhin schon gesagt, das war jetzt ein bisschen kurzfristig. Entsprechend ist die Vorbereitung auch ein bisschen knapper. Ich konnte das Bild nicht selbst malen zu dem Thema. Rapper auf dem Schwein hat da eine künstliche Intelligenz für mich erledigt. Genau. Warum? Was soll. Ah, nee. Erst fange ich an mit mir, ganz, ganz, ganz kurz. Ich bin selbstständig, ich mache Schulungen zum Thema modernes ABAP, RAP, SQL Script, BW, BW S/4HANA. Das sind so meine Kernthemen. Soziale Medien gibt es auch. Ich habe leider nicht so Zeit für so lange Werbeblöcke wie die Kollegen, weil ich habe nur eine halbe Stunde. Deshalb rede ich so schnell. Deshalb gehe ich auch über die Dinger schnell drüber. Schweinsgalopp. Warum? Auch das hat damit zu tun, dass ich einfach keine Zeit habe. Eine halbe Stunde RAP zu zeigen, ist natürlich herausfordernd. Ist es nicht unmöglich, aber herausfordernd. Das heißt, ich habe mal geguckt, Schweinsgalopp heißt auch sowas wie nicht besonders sorgfältig, aber schnell. Und ich denke, beides kann ich hier, beide Versprechen kann ich hier einlösen. Und was will ich hier zeigen? Am Ende, ich fange an mit zwei Tabellen. Ich habe zwei Tabellen, die habe ich vorbereitet, im DEDIC angelegt, mit Aufgaben, mit Benutzern. Und auf Basis dieser zwei Tabellen will ich das mal kurz zeigen, wie man da ratzfatz eine kleine RAP-Anwendung bauen kann. Und hier rechts seht ihr das Ergebnis. Habe ich gestern einmal durchgespielt, was man so in einer halben Stunde schaffen kann. Eine Benutzerliste mit Definition der Spalten, eine unscharfe Suche über mehrere Felder. Wir bekommen in den Benutzerdetails die Felder angezeigt. Wir kriegen auch eine Liste der zugeordneten Aufgaben pro User. Das heißt, zwischen diesen Tabellen Aufgaben und User ist eine Beziehung. Noch sind es zwei Tabellen, noch sind die völlig unabhängig voneinander. Und dann später, das ist eigentlich bis dahin ja nur Anzeigen, geht es dann auch irgendwann echt los mit RAP. Das heißt, es wird ein Business-Objekt daraus. Sprich, anlegen, bearbeiten, löschen. Und wir werden auch sehen, die Dinge, die wir im DEDIC oder im CDS dann modelliert haben, werden wir auch sehen, dass wir zum Beispiel dadurch durch die Annotation, durch die semantischen Annotationen einiges geschenkt bekommen. Zum Beispiel so Felder zuletzt geändert und E-Mail-Adresse ist anklickbar. Und das Ganze ist sogar auf Mobilgeräten nutzbar und entspricht so weitgehend den Fiori-Anforderungen. Und das in kürzester Zeit. Das ist mir natürlich auch klar, dass ja, die Folie ist noch nicht aktualisiert worden, da habe ich schon eine neuere von. Das ist mir natürlich auch klar, dass das, Moment, ich drücke mal F5, vielleicht funktioniert das schon. So, funktioniert. Das ist das Schöne bei Live-Veranstaltungen. Nee, ist noch nicht abgeloadet. Ist egal. Also, Entwicklereffizienz, Entwicklungseffizienz ist eigentlich so das Thema, was ich heute zeigen möchte. Es geht wirklich ratzfatz, ganz schnell. Die Gesamtdemo, die ich heute zeige, in einer halben Stunde, habe ich vor 2 Tagen einen ganzen Tag dafür gebraucht. Da habe ich alles ausführlich erklärt. Jetzt will ich da sehr schnell machen. Warum können wir so schnell entwickeln? Weil einfach ganz vieles vorgedacht ist. Im RAP, im Fiori Element sind alle Dinge, die man immer wieder braucht, einfach schon vorgedacht. CRUD-Operationen, Create, Read, Update, Delete, Oberflächen, Sperren, Berechtigungsprüfungen, Draft Handling, Nummernvergabe, da haben wir ja schon einige fortgeschrittene Sachen heute auch gesehen. Heute ist eigentlich nicht fortgeschritten, heute ist eigentlich ganz basic. Quasi RAP-Kindergarten war der andere Titel, den ich mir überlegt hatte. Also wirklich ganz, ganz am Anfang für diejenigen, die noch nicht so tief drin sind, ist diese Session gedacht, einfach mal zu sehen, was kann man mit ganz wenig Aufwand hier schustern. Und genug von den, naja, doch noch eine Folie haben wir. Ganz kurz, das ist hier, das haben wir heute auch schon zwei, dreimal gesehen. Deshalb gehe ich nicht mehr im Detail ein drauf. Wir haben hier Business-Objekte. CDS ist für uns die Datenschicht. Damit fangen wir an. Das ist mal das Wichtige. Später werden wir dann auch noch ein Behavior hinzufügen. Und
Projektionen obendrauf und sowas, das müssen wir leider weglassen, da reicht die Zeit nicht. Okay, genug geredet. Ich leg los. Ich leg los. Ich habe euch zwei Tabellen versprochen. Das sind zum einen die User und zum anderen die Tasks. Na, die Verbindung ist hier ein bisschen langsam, habe ich den Eindruck. Kann aber auch daran liegen, dass jetzt gleichzeitig hier die Übertragung von dem Bildschirm läuft und Zoom läuft. In der Geschwindigkeit kriegen wir ein Problem. Also einmal eine User-Tabelle, Benutzer mit typischen Eigenschaften, eine User-ID, die ist Character 12. Das kennt ihr vielleicht von anderen Systemen. Vorname, Nachname, E-Mail, Geschlecht, Geburtsdatum und dann diese ganzen Standard geändert am, geändert von, angelegt am, angelegt vom als Timestamp und. So, das waren die User. Auf der anderen Seite die Aufgaben. Es ist ja eine Aufgabenverwaltung, die ich euch zeige heute. Aufgaben haben einen Schlüssel, haben vielleicht eine kurze Beschreibung, haben einen Text, einen Status, ein Projekt, eine Beschreibung und ganz wichtig den Bearbeiter. Das ist das wichtigste Feld hier, weil das ist der Link zur anderen Seite. Der Link von Aufgabe zu User geht hier über dieses Feld Assignee. Okay, lange Rede. Ich leg los. Ich lege mir als erstes mal auf die Users einen neuen CDS-View an. Dieser CDS-View, der ist jetzt, sind wir wieder beim Schweinethema, die eierlegende Wollmilchsau. In der echten Welt würden wir hier mehrere Schichten übereinander legen. Da würden wir unten einen E-View, wo wir vielleicht allgemeine Dinge modellieren und weiter oben erst die Oberfläche. Dafür fehlt mir die Zeit, also eierlegende Wollmilchsau-View. Ich klicke rechts, sage Anlegen, ZAC. AC steht für ABAP-Conf, Users. Und wir machen jetzt den AC1, Users. Fertig. Ich gehe jetzt hier langsam durch. Bräuchte ich eigentlich nicht. Ich will aber am Schluss noch mal kurz die Templates zeigen. Bei den Templates wählen wir die View Entity aus, weil View Entity ist viel geiler als die View. Gibt es großartige Blogposts von der SAP zu dem Thema View und View Entity. Kurz Management Summary. View Entity ist besser, nehmen wir die. Okay. Ich aktiviere den View, den hat er mir angelegt, weil ich den über einen Rechtsklick angelegt habe, hat er mir schon komplett die Feldliste erzeugt, hat mir Aliasnamen erzeugt. Da werde ich später nochmal mich drüber auslassen. Das ist Vor- und Nachteil. Jetzt kommen wir hier vom Snake Case zum Camel Case. Sieht schöner aus. Kein Thema. Wird aber auch später noch einen Nachteil haben, nämlich dass die Felder nicht eins zu eins heißen. Wenn wir jetzt so einen View haben, ja, dann kann ich eigentlich schon ins Web gehen. Ich kann eigentlich jetzt schon loslegen und sagen, im Web, mach mir einen Service draus. Vorher will ich mal ganz klein bisschen Annotationen hier unterbringen. Ich habe hier zum Beispiel eine Annotation, semantisch, ich will mitteilen, das ist eine E-Mail-Adresse. Steht ja da, Menschen sehen das, Maschinen nicht so. Add Semantics. Sam, oh, ist der langsam. Da bin ich schneller im Tippen, als Code Completion hier funktioniert. E-Mail. Ne? E-Mail-Address true. Fertig, das ist eine E-Mail-Adresse. Die anderen Annotationen werde ich ob der langsamen Geschwindigkeit hier rüber kopieren. Ich habe natürlich einen Spickzettel nebendran. Sonst geht das hier zu lahm. Das heißt, ich will zum Beispiel dem Changed Add sagen, du bist System Date Time, last changed add. Und wir haben hier außerdem noch Add Semantics, ne, last changed by. Wer war das denn? Wer hat das denn geändert, das Ding? Passende Annotation dran. Wir haben eine Annotation, von wem wurde ein Datensatz angelegt. Und wir haben eine Annotation, nee, jetzt von wem und vorher wann wurde das Ding angelegt. Wir haben auch einen Pretty Printer, den kann man mal ab und zu laufen lassen. Aktiviere ich das Ding. Fertig. Jetzt habe ich so ein paar semantische Eigenschaften damit reingepackt in diesen View. Und das zahlt sich aus. Das ist eine Tugend, die kenne ich, die schon habe ich vor 20 Jahren kennengelernt. Wenn ich im DEDIC etwas sauber modelliere, bekomme ich einfach in meiner Anwendung ein leichtes Leben.
Früher waren es zum Beispiel Werthilfen, Abhängigkeiten, Domänen, Festwerte. Wenn ich das sauber gemacht habe im DEDIC, dann habe ich bei der Anwendungsentwicklung gewonnen. Und das ist jetzt wieder so. Wenn wir unten im CDS sauber modellieren, sauber annotieren, die ganze Semantik, die ganze Abhängigkeit reinbringen, dann profitieren wir bei der Anwendungsentwicklung kolossal. So, ich mache jetzt mal einen Rechtsklick auf unsere Users. Ich sage, ich möchte eine Service Definition dafür anlegen. Zack 1. Das ist mein Service und bezieht sich auf diesen Zack 1 Users. Next, next, finish. Und da. Den Users gebe ich noch ein Alias mit, as Users. Ich aktiviere das Ding. Und zum Service-Definition lege ich noch eine Service-Binding an, sobald er aktiv ist. Jetzt ist er aktiv, New Service-Binding. Beim Service-Binding, zack SB, vergebe ich außerdem noch das Protokoll, OData V2, Web, nicht Web-API, sondern UI möchte ich gerne. Das heißt, ich hätte hier gerne Fiori-Elements-Oberfläche generiert. So. Dann finish ich das. Ich aktiviere schnell. Und dann veröffentliche ich den lokalen Service Endpoint. Publish Local Service Endpoint. Damit können wir das Ding jetzt schon übers Web erreichen. Das heißt, in knapp 10 Minuten haben wir einfach einen View im Web sichtbar. Allerdings komplett ohne Features. Da ist jetzt zum Beispiel nicht definiert, welche Spalten. Da ist jetzt zum Beispiel nicht definiert, welche Spalten. Hier ist mein Browser. Das ist das Zoom, was mir hier gerade so lahm macht. Wir haben nicht definiert, welche Spalten sichtbar sind. Wir haben keine Suchfunktionalität und. Wir haben vieles noch nicht. Aber hilfsweise könnte ich zum Beispiel hier auf den Knopf gehen und sagen, hier, blend mir mal die Columns ein. Blend mir hier mal die Columns ein. Und okay, dann sehe ich die Spalten und mit Go sehe ich auch die Daten, die ich im System habe. Und mit Adapt Filters könnte ich mir hier jetzt auch schon Filterfelder mit anzeigen, wenn ich zum Beispiel auf die E-Mail filtern will. Runde 1 ist schon nicht so schlecht. Jetzt habe ich hier ein Filterfelder Feld und jetzt könnte ich hier exakt nach einer E-Mail suchen. ac@brandeis.de. Da hatte ich einen Datensatz angelegt, de und nicht. So, Sternpunkt.de funktioniert auch, da sehe ich den. So, nächste Runde. Das soll noch schön. Das war jetzt nicht schön, das war jetzt einfach nur dahin kopiert. Wir wollen die Spalten definieren. Wir wollen die Spalten definieren, die in unserer Tabelle sichtbar ist. Dafür haben wir eine Annotation, die heißt Line-Item. Im Line-Item sage ich, was kommt da in welcher Spalte in der Tabelle. Und ganz, ganz hässlich, Grüße an Thomas Fiedler, dieses Durchnummerieren hier, wenn man dafür einen Assistenten hätte, das wäre ein Träumchen. Also wenn ich hier dieses ständig Durchnummerieren von 1 bis x, Andreas, RAP-Generator wurde ja natürlich auch schon gelobt, der kann sowas natürlich, aber ganz oft muss man es ja von Hand machen. Die Reihenfolge der Felder passt schon, nur die Maschine stellt sie dann anders dar. Hier so ein 10, 20, 30, 40 Assistent würde ich lieben. So, das ist die eine Sache, die ich hier noch machen wollte. Und jetzt packe ich auch gleich noch ein Suchfeld mit drauf. Ich will das Ding suchbar machen. Dafür gibt es eine Annotation, die heißt Search. Searchable, true. Damit ist der ganze View suchbar. Nicht filtern, sondern suchen. Filtern ist sozusagen ein ganz klares, scharfes Filtern. Und das Suchen, das ist jetzt unscharf. Das ist, der sucht mir hier zum Beispiel Dinge, die ähnlich sind und auch auf mehrere Felder. Zum Beispiel mit dieser Default Search Element, true, sage ich, Vorname soll ein Suchfeld sein. Und mit dem Fuzziness Threshold gebe ich den Schwellenwert ein. Wie scharf soll er suchen? Bei 1 muss es exakt stimmen, bei 0 findet er quasi alles. Da geht er auf eine beliebige Unschärfe. 0,7 ist der von SAP empfohlene Wert. Ich aktiviere das Ding und jetzt
gehe ich wieder rüber in meine Anwendung. Das Schöne ist, wenn der Cache automatisch geleert ist, das ist nicht immer garantiert, aber wenn das klappt, wie hier auf meinem System, dann brauche ich nur einen Refresh machen und ich sehe sofort die Dinge, die ich jetzt gerade annotiert habe. Zum Beispiel das Suchfeld und die Spalten, die hier definiert sind. Und jetzt suche ich mal hier keine Ahnung, Hugo, gibt's nicht, Müller, der findet den Mohammed, das finde ich prima. Und wenn ich hier nach kleineren Tokens suche, Ham, vielleicht findet den Mohammed und den Bentham. Und da sehen wir auch, dass der mal auf den Anfang und also mal auf den Vornamen und mal auf den Nachname geht. Das heißt, es ist wirklich eine unscharfe Suche über mehrere Spalten. Mach das mal in UI5 von Hand. Wünsche viel Spaß. Wir sehen uns 2 Tage später wieder. Nee, es ist übertrieben, aber es ist einfach großartig für soeben geschenkt. So, ein Feature will ich noch einbauen. Ich will in die Details gehen können. Die Navigation habe ich schon in die Details. Ich habe gerade die Details geklickt, zum Beispiel den Gerd Gustav oder ich drücke mal auf Hachette. Da sehe ich ihre Details, aber ich habe halt noch keine Oberfläche definiert. Das kommt als nächstes. Das heißt, diese Object Page braucht jetzt auch noch Content. Für die Object Page brauche ich als erstes einen Bereich, wo etwas angezeigt wird. Dieser Bereich heißt Facette. Und wir fangen an mit einer Facette, die vom Typ Identification Reference ist. Das heißt, der zeigt Identifikationsdaten an. Man kann auch Gruppen anlegen, man kann auch Listen von irgendwelchen anderen Objekten. Und jetzt muss ich halt den einzelnen Feldern beibiegen. Du bist in Identification. Du bist auch in Identification. Und so weiter, dass ich hier wirklich diese ganzen Felder da in diesem Bereich sehe. Und auch hier wieder, also so ein Durchnummerieren wäre echt geil. Wenn ich das nicht von Hand machen muss, das ist ja keine anstrengende Arbeit oder schwere Arbeit, aber es ist halt einfach Fleißarbeit. Die machen wir Entwickler ja eigentlich nicht so gerne. Da mache ich lieber einen schönen Test. Das ist, da kriege ich hinterher wenigstens eine grüne Ampel. Da habe ich irgendwie mehr von. So. Auch hier durchnummerieren, damit es nicht ganz so random auf der Oberfläche aussieht. 6, 5, 4, 3, 2 und fertig. Jetzt habe ich die Detailseite fertig. Einfach nur, weil ich gesagt habe, es gibt hier einen Bereich, der heißt Identification und ich habe die Dinger darauf positioniert. Und wie immer einfach einen kleinen Refresh auf den Browser und in die Details navigiert. So, 10 Minuten. Ich habe jetzt noch zwei große Herausforderungen und eine kleine. Die große Herausforderung Nummer 1 wird sein, ich will jetzt hier von den Mitarbeitern, jetzt habe ich hier die Object Page fertig. Sieht gut, naja, im Rahmen der Zeit ganz gut aus. Jetzt will ich hier noch eine Liste der Aufgaben. Bisher hatten wir genau einen View. Jetzt lege ich einen zweiten View an, nämlich für die Aufgaben. Bisher waren das ja nur die User. Auch hier wieder ganz schnell, Tasks, Rechtsklick, New Data Definition. Das Ding nenne ich Zack. Zack 1 Tasks. Na, Tasks. Und Next und Finish und bin Finish. Da legt mir automatisch meine View Entity an, weil ich das zuletzt auch hatte als Assistent. Und jetzt muss ich dieser View Entity vielleicht auch noch ein paar Spalten mitgeben, dass dann auch später die Spalten entsprechend angezeigt werden. Das heißt, diese Line-Item-Annotation klatsche ich jetzt hier mal für 4 Spalten schon mal rein. Mir fehlt die Zeit. So, zack, zack, zack. Und vielleicht noch die Fälligkeit. Das soll aber auch schon reichen. Und jetzt muss ich diese beiden Objekte zusammenbringen. Ich habe Aufgaben, ich habe User, die haben bisher noch nichts miteinander zu tun. Die sind quasi parallel und jetzt werden die miteinander assoziiert. Und assoziieren ist ganz einfach. Das ist so wie Join. Wenn man SQL kann, dann ist das eine Kleinigkeit, eine Association. Wie viele Aufgaben hat ein User? Naja, 0 bis n. To
Sack 1 Tasks. Es, jetzt kriegt die Assoziation einen Namen. Tasks. Tasks to do. Die Aufgaben, die zu erledigen sind. Und jetzt kommt die Join-Bedingung auf Dollar Projection. Projection. Punkt, User-ID ist gleich, also typische Join-Bedingung, User-ID ist gleich unterstrich Tasks to do Punkt, Assignee, passt schon. Und noch eine kleine Schikane, den Namen dieser Assoziation muss ich in die Feldliste mit aufnehmen, damit der konsumierbar ist von Aufrufern dieses Views. So. Und jetzt ist diese Verbindung geschaffen. Die Verbindung von Tasks zu Users. Das heißt, ich sehe jetzt die Aufgaben, die dieser User zugewiesen hat. Und jetzt muss ich es ja nur noch auf die Oberfläche klatschen. Und die Annotationen für die Tasks hatten wir schon. Ich brauche jetzt einen neuen Bereich. Ich brauche jetzt hier einen neuen Bereich bei den Facetten. Facetten, habe ich ja gerade gesagt, sind Bereiche. Und da kommt jetzt ein Bereich, der heißt Line Item Reference. Der sagt einfach eine Teilliste, eine Liste anzeigen. Und diese Verbindung geht hier über dieses Target-Element. Da habe ich eine Assoziation und der zeigt jetzt dadurch mir die Elemente, die durch diese Assoziation sozusagen annavigiert werden. Aktivieren, testen. Und ich bin schon auf der Detailseite. Nee, ja, jetzt. Heute mache ich den Fehler nicht. Gestern beim Üben habe ich hier an der Stelle noch einen Fehler gemacht. Neuer View, neuer muss hier mit in den Service rein. Exposer, Zack 1, Punkt Task, nicht Punkt Unterstrich Tasks, S Tasks. Ohne Service passiert da gar nichts auf der Oberfläche. Dann sagt er, ich weiß nicht, welche Daten du meinst, die gibt es hier nicht. So, aber jetzt gibt es die. Jetzt habe ich alles passend gemacht. Jetzt mache ich einen Refresh und jetzt werden wir hier ratzfatz sehen, dass die User on top eine Liste aller Aufgaben haben. Please wait. Und siehe da, wir haben die Liste aller Aufgaben. Aufwand dafür keine 5 Minuten mehr Aufwand. Wirklich ein Träumchen, hier schnell was hinzubauen. Wie gesagt, Schweinsgalopp ist nicht 100% sauber, würde man in der echten Welt natürlich ein bisschen sophisticateder machen. Aber ganz viele Anwendungen sind ja auch irgendwo so, mach mal eben dies, mach mal eben das. Da ist keine riesen Business-Logik. Da will ich vielleicht sowas wie einen Pflegedialog haben für Oberflächen. Dafür ist das wirklich großartig. Apropos Pflegedialog. Der Unterschied zu einem Pflegedialog ist ja, das hier ist read-only. Bis jetzt. Und das ändere ich schnell. Ich will das jetzt auch zum Bearbeiten haben. Ich will User anlegen können. Ich will User bearbeiten können. Ach so, ein Feature, was ich hier auch schon sehe. Ich könnte den Usern schon eine E-Mail schicken. Bloß weil ich sauber annotiert habe. E-Mail-Adresse habe ich auf der Oberfläche. Klicke ich drauf, öffnet sich mein Google Workspace. Ich darf eine E-Mail schicken. Das machen wir jetzt nicht. Da fehlt mir die Zeit. Gehe ich wieder zurück und rede kurz über RAP. So, das war die Datenseite, CDS. RAP-Objekte haben aber auch Behavior, haben auch Eigenschaften, wie sie sich verhalten. Und das kommt jetzt. Das kriegt man ganz einfach. Erstmal Behavior Definition anlegen. Machen wir einfach einen Rechtsklick, New Behavior Definition. Und die heißt genauso wie der View. Das ist vom Typ Managed. Managed heißt, das System kümmert sich um alles. Code kriegen wir geschenkt, müssen wir nicht selbst implementieren, weil Code ist ja am Ende auch immer die gleiche Logik. Und da ist die SAP so nett und hat das für uns generiert, anstatt dass wir das jedes Mal ausimplementieren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das unmanaged zu machen, dass man das selbst implementiert, aber das ist dann ein bisschen größere Kiste. So, gerade eben habe ich gemerkt, das Ding war noch kein Root View. Root View heißt eigentlich ein Einstiegsview für Business-Objekte, also so ein Hauptobjekt, was auch unabhängig von was anderem existieren kann. So, nochmal das Gleiche. Diesmal richtig gemacht und finish. Und jetzt sehen wir eine Datei. Diese Datei enthält
das Verhalten. In der Behavior Definition Language zeigt uns noch zwei Warnungen an. Wir können trotzdem aktivieren. Die erste Warnung bezieht sich darauf, dass eine Klasse nicht existiert. Hier gibt es einen Quickfix. Das ist nämlich die Klasse fürs Implementation. Die lassen wir uns schnell per Quickfix anlegen. So. Lassen wir uns per Quickfix anlegen. So, damit haben wir die Klasse. Aktiviere ich nur und weg damit. Das ist wirklich eine Formalie, die brauche ich einfach. Kostet zwar Zeit, aber bringt uns nicht weiter. Das andere Problem, was wir jetzt hier haben, der sagt, User-ID kenne ich gar nicht. Wie soll ich denn User-ID in der Tabelle Users schreiben, speichern? Da fehlt ein Mapping. Ich muss jetzt die Feldnamen des Business-Objektes mappen auf die Feldnamen der Datenbanktabelle. Das geht ganz einfach, ist aber lästig. Mapping vor. Auch an der Stelle wäre ein bisschen mehr Tool-Unterstützung wünschenswert. ZBC. Users Corresponding. Immerhin gibt es schon Corresponding. Das heißt, Gleichlautendes wird einfach eins zu eins übernommen. Das ist schon mal schön. Und jetzt gibt es auch das Nicht-Gleichlautende. Dazu gehören zum Beispiel diese User-ID, einmal mit Unterstrich und einmal ohne Unterstrich. Ich kopiere jetzt einfach mal hier die Liste rüber. User-ID, Camel-Case auf User-ID, Snake-Case. Aktiviere ich das Ganze und bin fertig mit meiner Behavior-Definition. Zumindest ist sie fe fehlerfrei. Ich könnte jetzt noch ganz viele Dinge machen, Oberflächenfelder steuern und, und. Das gehört aber in den Bereich Kosmetik. Erstmal will ich zeigen, das reicht. Um jetzt mein Business-Objekt, also vorher war es nur ein View, jetzt ist es ein Business-Objekt, auch zu bearbeiten. Jetzt kann ich anlegen. Ich habe hier einen Create-Button. Ich habe hier einen Create-Button. Ich kann hier einzelne auswählen. Ich kann die dann auch einzeln löschen. Oder ich kann auch reingehen. Ich will mal zur Annabella reingehen und Annabella bearbeiten. Ich ändere zum Beispiel mal den Vornamen. Annabella schreibt man mit einem L, save und speichere sie ab. Und wenn ich jetzt auf Aktualisieren klicke, ich weiß nicht, warum das nicht automatisch passiert, sehen wir sogar, dass Created Add, Changed Add und alle automatisch, nee, Created Add war noch nie gefüllt, aber diese Änderungsinformationen, die haben sich hier automatisch gefüllt. Ein Wunder, kriegen wir geschenkt, weil wir sauber annotiert haben. Wir haben annotiert, was die Felder für die letzten Änderer, letzte Änderungszeit, Timestamp. Wir kriegen es einfach hier reingebacken. Eine Minute. Das wird ein bisschen knapp. Jetzt will ich noch kurz die Endausbaustufe zeigen. Ich will vielleicht noch eine Handvoll Felder. Ich will vielleicht noch eine Handvoll Felder steuern von der Oberfläche. User-ID ist ein Schlüsselfeld. Das ändere ich nur beim Anlegen. Und diese ganzen Change-Felder werden automatisch generiert. Und was habe ich sonst noch an Features hier drin gehabt? Genau, ich hatte noch gesagt, so eine Handvoll Kopfinformationen könnte man für die Ästhetik noch einbauen bei den Usern. Und dann bin ich mit meiner Anwendung fertig und den Nerven und der Zeit. Header-Information. Und jetzt habe ich eine schöne Anwendung. So, und wenn mir jetzt jemand sagt, WebDynPro Pro ist schneller, dann bin ich gespannt. Also WebDynPro Pro ist wirklich, wirklich effektiv. Da habe ich viel, viel mit programmiert, aber so in der Geschwindigkeit, solange ich Anwendungen habe, die diesem Muster entsprechen, ich habe eine Liste von Objekten, ich wähle mir ein Objekt aus, ich gehe in die Details, das kriegst du wirklich nicht besser hin. So, ich will es kurz vormachen. User hat ein Pflichtfeld, das Schlüsselfeld, das ist die AC-Demo. Der Vorname ist vielleicht der Jörg, der Nachname ist der Brandeis und E-Mail ist Jörg at Brandeis, der Schläger. Natürlich, der bezieht sich natürlich auch auf die Vorschläge. Geburtsdatum verrate ich jetzt nicht. Ich gehe auf Create. Ich sehe hier oben auch den Header-Bereich schon, den wir schön gemacht haben. Ich sehe diese ganzen Change-Attribute. Ich kann direkt mir eine E-Mail schicken. Und ich sehe, ich habe leider keine Aufgaben.
weil ich habe jetzt Feierabend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Halbe Stunde, mehr geht da nicht, aber was da geht, ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank, das war echt super. Ich glaube, du hast ein gutes Feature unterschlagen, und zwar, wenn du auf der Tabelle Mindestens. bist, dann gibt es noch ein Export to Excel. Ja. Und noch, das Ganze ist fähig für Mobiltelefon. Das Ganze könnten wir sofort im Simulationsmodus auf Mobiltelefon und, aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich höre auf zu teilen.